Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Ja, diesmal sind wir wieder alleine. Und müssen einen Bohrer nach Salzburg fahren. Bohrer zeige ich euch gleich mal, wenn ich mal hier bei einer richtigen Strecke bin. So, hier, das ist unser Bohrer, den wir schön nach Salzburg fahren. Und wir fahren jetzt auf die Autobahn. Blinker nicht vergessen. Zu lange ist er nicht, das ist gut. Drück mal auf 80. Ja, wir haben zwar genug Kohle jetzt, aber wir haben jetzt zwar ein bisschen mehr Kohle als sonst, 54.000, aber ich habe gerade mal nachgeguckt gehabt, wir haben nicht genug Kohle, um uns neue Sachen für den Truck zu kaufen. Von daher bleibt er erstmal so, wie der ist, wie wir den vorher schon gefahren sind. Und fahren jetzt halt noch ein paar Touren. Bis wir dann, sag ich mal so, 100 bis 200.000 noch haben. Damit wir dann erstmal wieder ein bisschen aufrüsten können, ne? Wird ja auch mal Zeit dann. Also ich denke mal so in, so 2-3 Touren mache ich dann noch. Dann dürfte ich auch im Level ein bisschen höher sein. Kleiner Ruckler zwischendurch. Wieso der kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall hoffe ich dann mal, dass wir vielleicht bei den höheren Leveln sogar ein bisschen mehr Kohle rausschlagen können. Ich habe jetzt einen angenommen, der hat ist ein Eilauftrag, deshalb mache ich mal ein bisschen schneller fahren, genau. Ist ein Eilauftrag, hat auch zerbrechliche Fracht sozusagen, glaube ich, drauf. Und noch irgendwas. Kann man das hier sehen? Nee, kann man hier nicht sehen. Schade. Auf jeden Fall kriegen wir dafür 26.000 Euro. Wenn nichts passiert hier. Ne, kann ja dann immer mal sein, dass uns wieder irgendeiner reinfährt. Oh Gott, meine Tastatur. Oh Gott, jetzt geht's wieder. Meine Tastatur verschiebt sich hier. Wie von Geisterhand. Jetzt müssen wir schon die nächste wieder runter. Aber dann mache ich mal eben. Bevor der uns wieder über die komplette Landstraße führt, schaue ich mal, ob ich nicht lieber... Seht ihr? Das meinte ich. Hat uns wieder über die kompletten Landstraßen geführt. Da fahre ich nämlich lieber weiter an Magdeburg vorbei und dann hier rum. Ist eindeutig besser. Meine Katze, die will gerade mich stören. Von daher, entschuldigt, wenn ich hier irgendwie gerade was Falsches mache. Achtung. Wow, Entschuldigung, das war wegen Katze, die ist hier, wie gesagt, gerade über den Tisch am Laufen und über Tastatur und so ein Zeugs. Und von daher muss ich mal eben aufpassen, nicht, dass die hier... Miezekatze, runter. Los! Weg da! Dass hier wieder alles hier kaputt macht hier, ne? Jetzt setzt die sich natürlich genau vor meine Nase. Katzen wieder. Ihm aus dem Gesicht. Mounts tut die nicht viel, aber jetzt hängt die bei mir im Gesicht und irritiert mich hier voll. Ja, da muss ich gleich mal eben kurz warten, weil sie ist nämlich gerade hier auf den Tisch am rumspazieren. Hier runter. Runter.
Einen Augenblick, ich muss mal eben kurz die Katze vom Tisch schmeißen. So. Und einmal darüber Maus. So. Können wir wieder weiterfahren? Die Katze raubt mir noch den ganzen Nerv. So. Kann jetzt weitergehen. Die Katze hat sich hingesetzt. Auf dem Stuhl. Sehr schön. So, ich hoffe, wir fahren jetzt noch in die richtige Richtung. Also wir müssen ja weiterfahren, bis die Autobahn nicht mehr weitergeht. Und dann fahren wir ja rechts rum und können dann die Autobahn komplett lang fahren. Wieso der uns immer nur über die Landstraßen fährt? Okay, der macht immer den kürzesten Weg. Aber... Aber für mich ist das nicht der kürzeste Weg, wenn man über die Landstraßen fahren muss. Unser Angel aus China, der hat mich jetzt gerade fast über den Haufen gefahren. Oder eher gesagt, hat er mich erschreckt. Ich habe nicht kommen sehen. Wieso fährt er eigentlich so schnell? Man kann nur bis 90 fahren. Oder? Ja, also ich kann nur 90 fahren. Ich weiß nicht, warum der schneller fahren kann als ich. Naja, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall 10 Stunden haben wir Zeit, dahin zu kommen. Ich mache zwischendurch eine Rast, damit ich nicht wieder zu lange brauche. Und von daher mache ich gleich direkt eine Rast. Jetzt steht der auch noch da rum. Mach die Pappnase denn da mitten auf der Autobahn? Er muss wahrscheinlich gucken, ob der den richtigen Weg fährt hier. Muss ich nicht mehr. Oh, da haben sich ein paar... Eine ganze Gilde, also eine ganze Spedition hat sich da hingestellt. Und ich glaube, die machen gleich eine Speditionstour. Aber wir fahren strikt weiter. Da ist noch einer von der Spedition. DGC. Also ich begrüße euch, Leute. Ich denke mal, die nehmen sogar selber auf, wahrscheinlich. Machen ja meistens. Ja, da, dann muss ich nämlich jetzt hier die Straße, die Autobahn runter. Ist heute richtig voll hier. Ich bin ja gar nicht gewohnt hier. Also ich zumindest nicht. Aber ich denke mal, ich mache das jetzt auch in der richtigen Zeit. Von daher ist es hier auch ein bisschen voller. Vielleicht finde ich ja so ein paar hier. Unseren Onkel Noob zum Beispiel, den ich hiermit begrüße. Oder Schlawinski oder wie der noch mal hieß. Den Namen, den kann ich mir nicht merken, Entschuldigung. Ihn begrüße ich auch mal von hier, von aus dem Truck raus. Und genauso wie meine anderen Zuschauer. Entschuldigt, wenn ich euch nicht sehe beim Fahren, weil ich konzentriere mich ein bisschen auf die Straße. In der Hoffnung auch, dass unsere Katze nicht schon wieder hier auf der Tastatur rumturnt. Aber die sitzt friedlich neben mir und schlummert vor sich hin. Ja, mit dem in der Geschwindigkeit werden wir wahrscheinlich auch schneller da sein als geplant. Aber das macht ja nichts. Das wird trotzdem gesplittet. Das sind dann sozusagen zwei Folgen, die ich hier mache. Wenn es nicht passt, mache ich sogar drei da draus. Aber ich glaube eher nicht. Ich denke mal, das ist in zwei Stunden, in zwei Folgen gegessen, sozusagen. Also ja, ich denke, ich werde die, damit ihr das jetzt schon mal wisst,
den Euro Truck Simulator jetzt an 3 Tagen abspielen. Die genauen Plan weiß ich jetzt nicht genau, den muss ich nochmal überlegen. Aber ich will an 3 Tagen jetzt den Euro Truck Simulator raushauen. Oder vielleicht sogar am 4, aber das muss ich erstmal nochmal gucken, wie das läuft. Also wie ich das zeitlich hinbekomme. Deswegen erstmal nur 3. Und vielleicht erhöht sich das da dann auf 4 pro Woche. Mal schauen, wie es klappt. Hallo Benny. So, die Zeit steht immer noch bei 9 Stunden. Wenn ihr die genauen Zeiten wissen wollt, wann ich hochlade oder wann welche Folge kommt, guckt einfach bei mir in Kanalinfo, da habe ich alles reingeschrieben. Ansonsten auch bei Facebook, da habe ich es jetzt nicht drin stehen, aber könnt ihr zumindest sehen, wann ich da eine Folge hochgeladen habe. Ja, es ist echt voll heute. Det. DT. So, wir wechseln mal die Fahrspur. Wir wollen ja weiter geradeaus durch in Richtung Leipzig, Nürnberg, Erfurt. Nö. Deswegen rechts ab wäre ja die falsche Richtung, Richtung Marktburg. Hey, bis jetzt noch kein Unfall gebaut. Das ist doch schon mal was. War zwar schon mal kurz davor, aber das war die Katze schuld. Nicht ich. So, nochmal weiter geradeaus. Oh, ich hoffe, dass ich bald echt mal wieder Level abkriege. Aber ich glaube nicht, dass es nach der hiernach so weit war sein wird. Ich denke mal, da muss ich noch eine Tour fahren, um noch ein Level zu bekommen. Dann bin ich aber Level 13. Jetzt bin ich Level 12. Auch schon ein bisschen weiter, ne? So, hier auch nochmal geradeaus durch. Einmal quer durch Deutschland sozusagen. Ja. Fällt gerade ein, hoffentlich habe ich das Mikrofon nicht aus. Ansonsten kann ich die ganzen. Kann ich alles nochmal neu machen. Außerdem die Kamera sich die Sicht verstellt. Oh, welches geblitzt? Nee, nein. Ich bin ja auch gar nicht so schnell. Also, ne? Ich fahre genau die Richtgeschwindigkeit. Hält sich hier überhaupt jemand an die Richtgeschwindigkeit? Ich glaube nicht, wa? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt nur noch geradeaus auf dieser Autobahn durchfahren, soweit ich das nochmal im Kopf habe. Mal schauen. Wir werden sehen.
hoffe, euch hat die Folgen mit den zwei Kiddies gefallen. Vielleicht werde ich mir noch irgendwann mal jemanden zum Zusammenspielen dazu holen, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, schreibt es einfach im Kommentar. Jo, 7 Stunden. Da sind wir aber schon flott unterwegs hier, ne? Wie lange habe ich denn noch mit den Abliefern? Noch 23 Stunden. Und ich kann... Ach, schon wieder... Ach so, nee, der... Ein Deutscher, der Viti. Hallöchen, Golden Express, Viti. Tja, wenn ihr euch gesehen habt hier im Spiel, sagt mir Bescheid. Ich war mal gespannt, ob ich da irgendjemanden vielleicht getroffen habe und ich Flachzange den mal wieder übersehen habe. Denn manchmal übersehe ich was. Wenn ich mich zu sehr auf die Straße konzentriere, ne? Da kann das dann schon mal passieren. So, dann bei der nächsten Haltestelle, bei der nächsten Raststätte werde ich dann mal einen kleinen Zwischenspot machen, Stopp machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Aber erstmal fahre ich hier gucken, ne, dass hier, bis ich da ankomme, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Da war gerade Michelangelo. Oder? Nee, Marcello. Alles klar. So, wo sind wir denn jetzt hier? Fast in Frankfurt oder Prag. Gut, dann haben wir ja schon fast die Hälfte rum, wa? Irgendwie kommt hier keine Raststätte mehr, kann das? Das Lustige ist, ich habe ja beim letzten Mal, habe ich gedacht, man könnte dann im Singleplayer spielen, um, damit ich hier wieder schlafen kann und so weiter. Aber das geht irgendwie noch nicht. Wie ihr seht, habe ich immer noch 11 Stunden in nächster Pause. Und ich kann hier im Multiplayer irgendwie nicht pennen. Keine Ahnung warum. Im Singleplayer funktioniert das, habe ich gemerkt. Nur im Multiplayer nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die das von sich aus abgestellt. Aber das glaube ich eher nicht. Sag mal, kommt hier keine Raststätte mehr oder habe ich die gerade verpeilt? Mal eben schauen hier, so, wa? Nee, vorerst kommt keine, so wie es aussieht. Das ist aber merkwürdig. Das ist ein bisschen blöd. Ja, mal schauen. Vielleicht fahre ich auch durch und schneide das dann einfach so zwischendurch. Oder ich halte einfach hier an der Seite an. Kurz vor der Kurve. Nein, mache ich nicht. Also zumindest nicht in der Kurve, ne? Ich würde gerne auf eine Raststätte gehen, aber es ist keine da. Ja, vielleicht kommt da gleich doch noch eine. Ansonsten muss ich mal gucken, vielleicht kann man ja hier runterfahren und da dann... Nee. Genauso scheiße aus. Huch. Hab ich jetzt scheiße gesagt? Nee. Aber es könnte doch wenigstens einfach mal nur in einen Schlafplatz kommen. Das ist doch... Nee. Wäre doch mal was Tolles.
Na, vielleicht kommen wir ja gleich mal was, wo wir schlafen können oder ach, was heißt schlafen? Wo wir mal einen Zwischenstopp machen können, zum Beispiel hier. Ich glaube, hier mache ich den Zwischenstopp. So, mach ich mal hier so. Hier brauchen sie ja nicht lang zu fahren, das ist ja, ne? So. Dann, Leute, sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich sag da mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Wobra.